Stärke heute für EHC Olten gar nicht aufgegangen? Nein, wir sind viel zu wenig gelaufen. Wir konnten nie Druck auf sie ausüben in der offensiven Zone. Powerplay miserabel, nicht mal in die Zone reinkommen, kaum Abschluss. Ja, sie waren klar besser gewesen. Und trotzdem waren wir eigentlich relativ lange am Spiel gewesen, aber wir haben gleich nicht den Tritt gefunden. Warum nicht? Warum haben wir den Tritt nicht gefunden? Schwierig zu sagen, jetzt so schnell nach dem Match, aber wir haben viel zu viele Duelle verloren, wir sind zu wenig gelaufen. Die ersten zwei Spiele waren wir viel mehr unterwegs gewesen, viel mehr Bewegung im Spiel gehabt. Heute war alles ein bisschen statisch, ein bisschen träge. Wir müssen eine schleunigste Lösung finden für das. Was ist die Lösung, die man muss finden für am Montag? Was würdest du jetzt im Team sagen? Ja, wir sind 2-1 hinten in dieser Serie. Es ist die erwartete harte Serie ausgeglichen. Wir nicht dürfen davon ausgehen, dass es irgendwie 3-0 für uns steht nach 3 Matchen. Von dem her, die Ausgangslage ist ja, nach heute ein bisschen schlechter als vor heute, aber es ist überhaupt nicht schlimm. Wir kommen zurück auf Olten, wir haben ein riesen Match gemacht im letzten Heimspiel. Dort anknüpfen. Vielen Dank, danke vielmals.